Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, sehr verehrte Gäste. Liebe Freunde, Bremer. Schön ist es, hier zu sein. Vielleicht, wenn auch ein bisschen auf der falschen Seite der Weser, aber wir wollen uns heute nicht in Revierstreitigkeiten verlieren. Ich sitze hier auf einem riesigen Stuhl. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, ich weiß nicht, wieso. Es muss schon zwei Jahre her sein, dass plötzlich diese Idee kam. Und wie es manchmal so ist, der Sinn einer Idee erschließt sich erst im Nachhinein. Darauf habe ich zumindest immer vertraut. Und nun sitze ich hier und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Wenn ich so über das Wasser schaue, und mir das da drüben so ansehen. Es hat immer etwas Gutes, ein wenig Abstand zu gewinnen und sich einen Überblick zu verschaffen. Und wenn ich so von hier aus aufs Viertel schaue, dann fallen mir Geschichten ein, an die ich schon lange nicht mehr gedacht hatte. Dieses allererste Mal, als ich an den Wiesen, auf denen ihr jetzt sitzt, die Sonne hab aufgehen sehen, ohne geschlafen zu haben, betrunken da zu liegen und zu merken, dass wirklich gerade alles gut war. Ein glücklicher Teenager, aus dem die Sonne scheint. Heute, wenn ich so die Weser hinunterschaue, dann denke ich mir manchmal, ich denke gerade gar nichts. Und das gefällt mir sehr gut. Ich mag diese kleinen Momente, an denen ich nicht ans Denken denke, wo es einfach nur schön ist. Diese Momente sind rar und vielleicht sind sie sogar kostbar. Das Verhältnis von Schönheit zu denken ist ein ganz einfaches. Entweder oder. Es gibt wenig Schönheit, die anhält, wenn ich mir denke, warum ist es eigentlich so schön? Ich weiß noch, als ich mit 16 da drüben, wo ihr jetzt sitzt, saß, die Sonne langsam aufging und ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass mein wirklich eigenes Leben so langsam beginnt. Wie man sich umschaute und alle plötzlich schwiegen, weil Reden in diesem Moment einfach nicht in diesem Moment passte. Dieser kurze Moment zwischen dem Gefühl, die Welt aus den Angeln heben zu können und dem Wissen, wie anstrengend das sein wird. Happy Days, als Verliebtsein noch keine Funktion war, welche automatisch zu Kindern und Altern führte, sondern nur ein Moment der Leichtigkeit und des Unwissens. Fast unendlich war das alles im Sommer 95, da drüben auf dieser Wiese, als die Sonne aufging und alles war wie nichts. Heute sitze ich hier auf der anderen Seite und die Sonne senkt sich langsam. Und in diesem Moment, auf diesem riesengroßen Stuhl, ist es wieder so ein bisschen wie früher. Ich weiß nicht im geringsten, warum ich auf einem riesigen Stuhl sitze. Ich weiß nicht, warum ich so unglaublich laut bin. Es ist wie früher, als keiner von uns fragte, warum wir so verdammt jung sein durften. Wer uns erlaubte, so federleicht auf dem Rücken zu liegen und in die Sonne zu schauen. Wer hat uns das erlaubt? Und was hat uns heute bloß so ruiniert? Manchmal, wenn ich den Sival herunter zum Eck gehe, sehe ich die Teens, die kichern. Einfach so kichern.
Manchmal passiert es noch, dieses kleine Kichern, welches sich auswächst zu einem Lachen und wieder zu einem Kichern wird. Wieder anschwillt, wenn das Kichern zu lustig ist und wieder zu lachen wird, zu kichern und wieder zum Lachen, bis wir mit schmerzendem Bauch hier am Deich sitzen und nicht wissen, wieso. Das ist das Beste. Absoluter Kontrollverlust durch Lachen. Absolut unberechenbar und nur dadurch so verdammt schön. Und warum scheint es jetzt im Alltag so verboten, Quatsch zu machen, ohne ihn erklären zu müssen? Immer öfter beim Abwaschen, beim Wäscheaufhängen, wenn ich verrückte Dinge tue, wie etwa Äpfel in den Gurkensalat zu schneiden. Immer öfter erwische ich mich dabei, mir zu denken, wow, das machst du wie so ein Erwachsener. Dann lächle ich nicht kurz und dann folgt auf dieser Moment, dieser winzig kleine Moment, wenn ganz, ganz langsam die Mundwinkel wieder herabsinken und sich es sich in ihren Alltagspositionen wieder gemütlich machen. Sie sind seltener geworden, die Momente des scheinbar sinnlosen Lächelns, des staunenden Lächelns, weil alles auf der Welt, und ich meine wirklich alles, so verdammt erstaunlich ist. Es gibt die Tage, an denen ich vor irgendeiner Ecke am Eck stehe, einer Ecke, an der ich schon tausend Tage, tausendmal vorbeigelaufen bin, und dann, ganz plötzlich, schaue ich sie mir an. Ganz genau. Irgendeine kleine, siffige Ecke, irgendwo unterhalb einer Stufe vor Torno, Arabik oder diesem Hotdog-Laden. Eine Ecke, in der sich Dreck sammelt. Irgendwo zwischen Stufe, Wand und Gehweg. Eine Ecke, in der sich Dreck sammelt. Der Dreck, den wir alle hinterlassen, immer und überall, wo wir sind. Da stehe ich dann vor dieser kleinen, ranzigen Ecke und bin erstaunt, dass der Staub, der Dreck, ein Überrest von allen, die ich kenne, wie eine Staubschicht aus kleinen Geschichten in diese Ecke gedrückt ist. Und wenn ich dann schaue, mir die Hauptstraßen dieser Stadt anschaue, dann fällt mir auf, genau diese Ecken verschwinden. Da, wo früher noch Eingänge waren, kleine Treppen, Winkel, die zu Geschäften führten, entsteht hinter Glas gepferchte Verkaufsfläche. Der Schmutz der Stadt sammelt sich in der feinen Linie zwischen den Glasfronten der Läden und dem Flüsterasphalt. Und die Linien der Glasfronten nähern sich immer weiter an. Leise schleichen sie auf eine Höhe. Langsam macht es keinen Sinn mehr, überhaupt noch unterschiedliche Fronten zu haben. Und bald schon ist das alles nur noch eine riesengroße Scheibe, die sich von Straßen unterbrochen, von St. Jürgenstraße bis City zieht. Dann eines Tages wird ein Mensch einen Schritt zurücktreten, einen Finger auf die riesige Scheibe legen und mit Wischbewegung überprüfen, ob das Ding beginnt zu scrollen. Ob das noch seine Stadt ist oder nicht doch plötzlich nur noch ein riesiges iPad. Ich mag diesen kleinen Dreck, diese Spuren, die wir alle nach uns ziehen, ob wir wollen oder nicht. Ich mag die kleinen gesprühten Namen an den Wänden dieser Stadt so viel lieber als das nächste flashige Wandbild von irgendeinem Dschungel. Ich mag diesen kleinen Teil von uns, den wir alle hinterlassen, egal wie sehr wir hinter uns herputzen. Jeder kleine Schmutz, jeder kleine Fehler, den wir machen, tätowiert unseren Orten unseren Namen auf die Brust. Wie ein Kind, das in einem septisch glatt geschrubbten Haushalt aufwächst, allergisch auf seine Umwelt reagiert, reagieren wir allergisch auf diesen Schmutz, auf diesen Teil von uns, der nicht zu kontrollieren ist. Der Schmutz, den wir mit jedem Alltag hinterlassen, der Schmutz, der sich in Ecken sammelt. Dieser Schmutz ist unsere Geschichte, die Geschichte, die wir erzählen, ob wir wollen oder nicht. Mit jedem Schritt, mit jedem Augenschlag, mit jedem Wort, ob wir wollen oder nicht, ist dies die Geschichte unserer Stadt.
Es hat lange gedauert, all das wertzuschätzen. Was hier geschieht, es gibt in dieser Stadt dieses Gefühl, dass alles viel zu klein ist. Viel, viel zu klein. So viele kennen die Sehnsucht, diese Stadt zu verlassen zu wollen. Das gleiche Gefühl, das jeden von uns eines Tages beschleicht, irgendeines spätjugendlichen Morgens im Jugendzimmer bei Mama und Papa die sanfte Schlinge um den Hals. Und plötzlich ruft sie die weite Welt, oder besser, sie pfeift auf den Fingern, so wie ein Frauchen ihren Hund zu sich ruft. Als ich 20 war, gab es nichts Schlimmeres als die Straßen dieser Stadt und immer dieser gleiche Weg nach Hause, vom Viertel ins kleine Haschstätt. Immer vorbei an den gleichen Häusern, an den gleichen Gehsteigen. Es ist schwer, Veränderungen im Kleinen zu sehen, wenn man mit den Füßen scharrt und heiß auf die Welt ist, weil da alles andere ist. Aber das ist es nicht. Jede Straße wird langweilig, wenn man sie immer mit den gleichen Augen sieht. Und es braucht lange, um zu merken, dass eben das der größte Teil von zu Hause ist. Heimat ist da, wo einen seit Supermarkt nervt. Aber ein paar Jahre später merke ich, für mich ist das die eigentliche Schönheit. Die Schönheit, die manchmal der Routine innewohnt, die den Dingen innewohnt, die aus Gewohnheit passieren. Die Dinge, die nicht mehr absichtlich durchdacht sind. Das ist eine Schönheit, die allem Undurchdachten innewohnt. All das Kleine, Undurchdachte, Unberechtigte, all das Ungeplante, all die Momente des Unwichtigen, die wir nicht planen und bemerken, sie sind die wahre Geschichte. Die Geschichte eines jeden Einzelnen, abseits vom Blockbuster, abseits der Designperfektion. Die unbeobachteten Momente, welche wir aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu teilen bereit sind. Obwohl sie das Einzige sind, was uns interessant macht. Die unbeobachteten Momente. Unser Geheimnis, welches uns eigentlich erst zu etwas macht, das überhaupt zur Liebe fähig ist. Es ist nicht möglich, etwas wirklich zu mögen, das nur gemocht werden will. Es gibt eine kleine Welt, die unter den Dingen liegt, die wir mit Absicht tun, um damit etwas zu bezwecken. Eine Ebene außerhalb des Nutzens, außerhalb des Zwecks, eine Ebene, die vielleicht Quatsch heißt. Oder Unsinn, Schwachsinn, Blödsinn, Wahnsinn. Dabei sind das alles nur Wörter, die etwas umschreiben. Das Handeln ohne Berechnung. Das Handeln ohne die Folgen abzuschätzen. Schön ist es, nicht zu wissen, warum, aber plötzlich zu merken, dass man das Richtige tut. Und wenn ich es noch einmal sagen darf, ich liebe es tatsächlich, gerade auf diesem Stuhl zu sitzen. Ich bin aber auch überaus erstaunt, wie viele Menschen sich dazu bereit erklären, sich für so etwas dermaßen Seltsames wie die lauteste Rede der Welt zu interessieren. Wo es doch vollkommen egal ist, in welcher Lautstärke ein Mensch sich irgendwie äußert. Jedes leise Guten Morgen unter der verkaterten Bettdecke eines Sonntagmorgens ist wichtiger als ein Schreihals in 120 Metern Entfernung. Es ist schon spannend zu sehen, wie schnell wir den Wechsel von Intensität zu Lautstärke vollzogen haben. Laut schlägt schön und wir alle schauen zu. Wer laut ist, scheint recht zu haben. Was für ein Riesenunsinn. Liebende Anwesende vom Guinness Book of World Records, schreiben Sie mit, hier ist der zweite Rekord. Das hier ist das lauteste Ich liebe dich. Aller Zeiten. Ich bezweifle aber, dass mich deswegen jetzt jemand mehr liebt. Ich will, dass meine wichtigen Dinge leise sind. Und für das Leise sein ist diese Stadt genau das Richtige. Warum auch immer, ich mag das Grundsummen dieser Stadt. Den kleinen Schmutz für die Ohren, das Gebrabbel im Supermarkt, das Klickern des Leerlaufs an den Fahrrädern, das seichte Knallen der Haustür, das verstrahlte Schlurfen der Sneaker am Samstagmorgen. Es bestände durchaus die Möglichkeit, einmal stehen zu bleiben, um genau zuzuhören, was diese Stadt eigentlich so an Soundtrack für einen zu bieten hat.
für einen, der sich die Zeit nimmt, dir zuzuhören. Ich versuche das manchmal, aber wenn ich stehen bleibe und auch nur drei Minuten zuhöre, dann drängt mich irgendetwas weiterzugehen, irgendetwas zu tun, irgendwie nützlich zu sein, irgendetwas zu verwerten, mich selbst, die anderen, die Dinge um mich herum. Kurz, mich trifft die Angst, unnütz zu sein. Mich treibt das Verlangen, nicht unnütz zu sein. Von diesem Gefühl wird mir schlecht, richtig schlecht. Und plötzlich, für einen kurzen, schmerzhaften Moment, fühle ich mich vollkommen wehrlos. Es überkommt mich wie ein Schock. Dabei gibt es überhaupt gar keine reale Bedrohung. Ich weiß, dass mein Leben nicht ins Bodenlose stürzen kann. Dass da immer ein Netz ist, das mich aufweckt. Und trotzdem wird mir manchmal schlecht, wenn ich an den Morgen denke. Wenn ich daran denke, unnütz zu sein. Wenn ich daran denke, wo ich das Geld herbekomme, um es weiterzugeben. Damit Menschen nicht wütend auf mich werden. Dann plötzlich bin ich tatsächlich zerfressen von Existenzangst. Einer grundsätzlichen Angst, etwas verlieren zu können. Und das Verrückte daran ist, diese kalte Angst vor dem Verlust ist viel schlimmer als der Verlust selbst. Das letzte Mal, als mir ein tanzender Dieb am Ziegenmarkt hier im Viertel das Handy klaute, wartete ich einen Moment. Einen Moment, dass ich mich aufregen oder wenigstens traurig werden würde. Und ich war kurz aufgeregt und ich war kurz traurig. Aber nur, weil ich dachte, dass das jetzt die richtige Reaktion wäre. Aber die eigentliche Tatsache, dass dieses Stück Telefon nicht mehr da war, war mir nicht nur egal. Es war sogar befreiend. Nicht, weil das Ding an sich schlecht ist, sondern weil es mir so wichtig geworden ist. Und dann? Plötzlich, als die erste absichtliche Aufregung verflogen war, nichts. Nicht nur das, Erleichterung macht es sich breit, gefolgt von Fröhlichkeit. Nicht ein schlechtes Ding war in diesem Verlust. Vielleicht sollte ich vorsätzlich mehr Dinge verlieren. Mit dem Portemonnaie in der Jackentasche, fünfmal über den Freimarkt, bis es weg ist und ich erleichtert nach Hause gehen kann. Es ist schon seltsam. Ich weiß, dass alles, was ich besitze und miete, mich vollkommen verrückt macht. Der Genuss ist im Vergleich zur Angst, es zu verlieren, ein schlechter Witz. Ich hätte lieber 10 Vogelspinnen im Schlafzimmer, als die laufenden Kosten am Monatsende. Das klingt alles nach einem Fall für den Psychologen, aber ich fühle mich in dieser Angst in hervorragender Gesellschaft. Oder auch, ich kenne kaum noch Menschen, die freudestrahlend davon erzählen, wie herrlich es ist, seinen Ruhestand zu genießen. Ich kenne ja fast niemanden, der lächelt, wenn ich frage, was er in 2 Jahren tun wird. Ganz herrlich wird von Freiheit geschwärmt und von den Möglichkeiten der Flexibilität, am allermeisten von mir. Aber doch, hinter vorgehaltener Hand regiert diese Angst im ganz großen Ausmaß. Wenn so viele Menschen Angst haben, ist es dann auch angemessen, von einer Angststörung zu sprechen? Angst ist der natürliche Gegner von Zufriedenheit. Angst ohne die Aussicht auf Auflösung ist der große Gegenteil zur Schönheit des Moments. Ich will nicht voller Angst die Sonne am Osterdeich aufgehen sehen. Das Einzige, das dieses innere Jucken vor der Zukunft besiegen kann, ist irgendeine Form von Idee, an der es sich festzuhalten gilt. Nennen wir es Natur oder Gott oder Jahwe oder Allah, Familie oder Freunde, irgendetwas, das sich jeder ausgesucht hat, während wir mit dieser kleinen blauen Kugel, auf der wir sitzen, quer durchs Weltall knallen. Ich habe da den Verdacht, dass es irgendeinen Plan gibt. Kein Plan, den irgendwer aufschreibt oder verstehen kann. Irgendetwas Mathematisches, das kompliziert ist. So kompliziert, dass sich die Menschheit fühlt, wie ich in der 6. Stunde Mathe. Und ich habe die Hausaufgaben nicht kapiert.
Es gab diese Stunden im Sommer, als die Sonne in mein Klassenzimmer schien und ich einfach nicht mehr geantwortet habe. Wenn der Lehrer mal wieder irgendetwas von mir wollte. Die Sonne schien ins Zimmer und Herr Menzel schrie mich an, dass es das für mich wäre. Keine Versetzung, kein Abitur, keine Weiterverwertung im akademischen Apparat. Und dann plötzlich macht es Klick. Und ich habe aufgegeben. Die Sonne schien ins Fenster und da war für einen Moment nichts mehr, vor dem ich Angst haben könnte. Das war die Kapitulation und es war herrlich. Und heute, wenn da ein Problem auf mich wartet, versuche ich manchmal das Gleiche. Ich halte den Mund und schaue aus dem Fenster in die Sonne und warte auf meine Kapitulation. Und darauf, dass wieder alles an mir vorbeizieht. Aber es zieht nicht. Egal wie lange ich nichts tue, mir fehlt der Morgen da am Osterdeich, ohne geschlafen zu haben. Und das Gefühl, dass alles möglich ist, obwohl das wohl einfach erwachsen ist. Aus Cola wurde Wodka, aus Fahrräder wurden Autos, aus Küssen wurde Sex. Ich weiß noch, Papas Schultern waren der Gipfel der Welt und Mama war der größte Held. Das Schlimmste, was passieren konnte, war ein gebrochener Arm und jeder Abschied war immer nur ein bis später. Und das Beste, was mir einfiel, war es, erwachsen zu werden. Wie blöd kann ein einzelner Mensch eigentlich sein? Aber diese Momente der Kapitulation vor dem Leben dauern nur einen Augenblick an, immer so lange, bis ich mir die anderen Erwachsenen um mich herum anschaue und mir einer Sache bewusst werde. Die tun auch alle nur so. Irgendwoher kommt der Gedanke, dass es der Plan des Lebens ist, erwachsen zu werden. Ich werde das nicht glauben. Kein Mensch ist so erwachsen, wie er tut. Es ist nur der Versuch, bei den Erwachsenen mitzuspielen, bis es irgendwann kein Spiel mehr ist. Wer einen alten Menschen fragt, wie lang sein Leben war, kriegt zur Antwort, die ersten 18 Jahre waren genauso lange wie der Rest. Ich lasse mir nicht von einem Spiel das Leben verkürzen. Wenn ich am Osterdeich sitze und mir einen Schreihals auf der anderen Seite anschaue, schaue ich zur Seite, schaue mir die Menschen an und denke mir, die tun auch alle nur so, als hätten sie einen Plan von dem, was sie tun. Das ist wohl das Erwachsensein, von dem alle sprechen. Aber das hier ist Bremen. Das hier ist meine Stadt. Und ich muss an Willehard Eilers denken, wie er vor vier Jahren zu mir sagte, lass die Welt die Bühne sein und Bremen den Backstage-Raum. Und dann ist es wirklich für einen Moment wie eine Party, wenn die Tür hinter einem zufällt und nur noch die dumpfen Schläge des Basses ans Ohr dringen. Und da, hinter der Bühne sitzen alle, die ich jemals kannte. Und dann denke ich mir, das ist es jetzt. Das ist der Moment vom Osterdeich. Und in meinem Kopf ist ein Satz. In der Mitte der Zeit besteht die Möglichkeit einer Insel. Die Frage bleibt, woraus diese Insel gemacht ist und welchen Sinn sie hat. Und wenn ich hier so sitze und auf die Stadt schaue, dann wünsche ich mir, dass genau dieses Jetzt der Sinn ist. Und vielleicht noch einen zweiten Sinn für einen Moment auf diesem Stuhl. So laut wie ich nur kann, Danke zu sagen an die Menschen der Vergangenheit und meine Leute der Zukunft. An meine mutigen Eltern. An meine große Familie, an meine tollen Freunde und an meine kleine Stadt. An alle, die sich noch trauen, bis zum Ende laut zu machen. Und danke dafür, dass ihr alle da seid. Und dass ich mir sicher sein kann, dass genau das der Plan war. Bis später. Ich sehe euch, auf der anderen Seite. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr.
Danke. 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 Danke.